Hey Kinners, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem Matchmaking hier auf meinem Zweit-Account. Ich werde gleich mit Big Barrel und dem Team ordentlich auf den Mains hocken. Wir stehen alle, glaube ich, ziemlich krass vor einem Uprank. Beziehungsweise einige sind schon geupprankt. Und ja, jetzt will ich halt natürlich nicht hier irgendwie einen Lucky Kacklos reingedrückt bekommen, weil ich hier Single aufnehmen muss. Und darum trage ich das Ganze hier aus. Ihr müsst wissen, mittlerweile ist mein Main-Account nur noch lächerliche 3 Ranks über dem hier. Ich bin auf Doppel-AK und dazwischen ist nur noch die normale AK und diese andere. Also ich sollte ja auch langsam mal hoch auf die AK kommen. Nur leider bekommen wir in den Low-Games, also ja, in den Low-Fuel-Games, meist richtig krass gedrückt und ja, verlieren halt einfach ständig oder oft. Nicht ständig, aber diverse Male. Wir haben halt manchmal eine unglückliche Teamzusammenstellung und ja, das ist halt dann ein bisschen blöd, wenn wir jetzt einen Doppel-AK-Spieler haben und 3 Silver und mich hier mit auf dem Rank, dann ist es schwierig. Also dann haben die Silver meistens nicht viel Spaß, ne, weil sie nur auf die Mütze bekommen. Und ja, dann ist das Spiel meistens verloren. One Stairs, One Connector. Ja, der Account muss langsam mal ein bisschen höher. Also das ist schon irgendwie madig. Ich bin letztens wieder gefallen auf Gold 3. Ich dachte damals beim Einspielen so, ja gut, wenn ich den jetzt einspiele, ich werde genauso wie mit meinem Main-Account eingerankt, ne, oder so ähnlich. Da war ich einfach mal 4 Ränge unter meinem Main und da vor. Krass, hier sind keine Calls, nichts. Keiner sagt irgendwie Dinge, die wichtig sind. Jungle's down. I'm gonna plant, cover me please. Alter, wir sind alle so low. Letzter ist hinten bei T und der ist weg. Habt ihr euch auch schon mal einen zweiten Account geholt und den eingespielt? Und wie war der dann eingespielt, so im Vergleich zu eurem ersten? Ihr wisst ja, ich hab mir den Account geholt, damit ich diese ganzen Skin-Seiten und die Partnerschaften mit Skin-Seiten eben eingehen kann, ohne dass ich den Main-Account irgendwie in Gefahr bringen muss. Und vor allem die ganzen Skins darauf in Gefahr bringen muss. Darum ist dieser zweite Account entstanden. Und ihr habt damals alle gemeint, hey, dann können wir ja auch für die Niedrigränge Fear Games machen. Und ich so, ja, nice, kann man machen. Mal gucken, wie ich eingerankt werde. Was war ich da am Anfang? Gold 2, One-Shot. Short, half HP. Ich kenne Leute, bei denen mittlerweile der zweite Account höher gerankt ist als der erste Account, aber meistens auch aus dem Grund, weil sie den zweiten Account aus Gründen XY eben oft spielen und der erste Account deswegen derankt ist und dann spielen sie ihn einmal ein und dann sind sie auf einmal 3-4 Ränge unter ihrem eigentlichen Rank und ja, dann ist der zweite Account halt höher. Oh Gott, der macht Musik an. Fuck, wo ist denn grün? Ich kann wirklich verstehen, warum so viele in dieser Low-Elo-Hölle stecken bleiben. Immer wenn ich hier auf diesem zweiten Account spiele und versuche, irgendwie den abzuranken. Ich meine, alleine schon mein Doppel-AK auf meinem Main. Ich komm da einfach nicht raus. Es ist so bitter. Es kommen einige Wins, die richtig gut sind, schön mit 70, 80, 90 Punkten. Und dann kommen 2, 3 Games, wo sich ein Mate von dir im Kreis dreht, der andere lief und ein dritter sinkt. Schön auf Doppel-AK. Ja, herrlich. Ich weiß nicht, warum solche Menschen überhaupt leben dürfen. Und dann aber zusätzlich, warum sie eben, ja, warum müssen sie CSGO spielen? Können sie einfach Pokémon spielen oder Hello Kitty oder irgend, oder an sich selbst, keine Ahnung. Nicht CSGO, bitte. What the fuck? Nice. Das ist Wahnsinn, es sagt niemand ein Wort. Der Einzige, der callt, bin ich. Und der andere hat voll Musik gemacht. Ich habe es ja jetzt im letzten Video schon gehabt, in dem Competitive Video. Behind. In diesem Flame-Video. Jetzt habe ich vergessen, wovon ich es hatte. Das habe ich ja gerade so actionlastig geplantet. Flash on short. Flash, 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 flash. Oh, fuck. Na gut, warum nicht, warum nicht? Ich denke, ein gesunder Rank für diesen Account wäre höchstwahrscheinlich einfacher AK oder die gekranzte AK. Vielleicht sogar Doppel-AK, dann wäre ich damit so plus minus 1 unter meine Main. Und das sollte eigentlich passen. Ich glaube, da ist einer, ja. Schaut es da. Klar, ihr habt mir schon gesagt, ich soll es auch nicht übertreiben. Ich soll ihn jetzt nicht so hoch spielen wie den Main, weil wir dann die Low-Fuel-Games mehr oder weniger vergessen könnten. Der andere hat übrigens wieder Mucke angemacht. Oh Gott, what the fuck, da ist einer AFK und die zwei beschützen den. Oh. Ich dachte, ich kann sie einfach umrennen und dann sowas. Ah, nicht übermütig werden, man sollte nicht übermütig werden. Ja, wie ist das mit den Ranks so bei euch? Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, glaube ich, ein komplettes Video, wo ich gefragt habe, was denn so euer Traumrank ist oder wäre. Und jetzt würde ich gerne fragen, ob ihr den schon erreicht habt, falls ihr damals schon da wart und geschrieben habt. Habt ihr den mittlerweile erreicht? Und an alle anderen, was ist euer Traumrank? Und wo steht ihr gerade? Vielleicht auch nochmal gut zu wissen. Ein paar haben da halt vor sich hingeschrieben und aber nicht geschrieben, wo sie gerade stehen. Und dann war doch bei einem der Fall, der Supreme werden wollte, dann gehe ich davon aus, dass er halt so, ja, wahrscheinlich Doppel-AK ist oder vielleicht DMG. Aber der war Silber. Ich meine, das ist ein gut hochgestecktes Ziel, auf jeden Fall. Kann man mal machen, ne? Aber es ist schon echt ein weites Stück bis dahin. Vor allem, wenn man es alleine versucht. Warum gehen die nicht auf den Plant? Kacknasen. Oh,
Oh, die geile Safari-Mesh, Alter. Auf dem zweiten Account habe ich jetzt mittlerweile doch auch einige Skins durch euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Vor allem die Mint-Kimono finde ich richtig sick. Ist so einfach, aber trotzdem nice. Die AK, naja, naja. Ach, da muss ich da... Okay, das ist down. Noch einer! Another one window. Ich habe ihn reinsteppen gehört und irgendwie dachte ich, dass meine AWP da jetzt stehen würde, beziehungsweise mein... der den anderen auch gekillt hat. Ach ja, und wisst ihr was? Wo wir schon bei diesem ganzen Rank-Kram sind. Wie sieht's eigentlich bei euch im Wingman aus? So, in der reinen Theorie müsste man ja im Wingman, hoppala, ungefähr den gleichen Rank haben wie auf seinem Main, wenn nicht sogar einen höheren. Deutlich höheren sogar. Weil man ja endlich nicht mehr abhängig ist von diesem dreckigen Team, sondern mit seinem besten Kumpel das durchackern kann. Ich frag nach einem Drop, bekommt keinen. Der eine hat noch über 3k. Okay, okay, gut. Danke. Ach du Scheiße. Was ist das? Oh Gott, keine Ansagen. Keine Ansagen. Ich denke, ich werde dahin gehen, wo noch Platz ist. Ich gehe auf B. Nice. Kommt da. Alles klar, grün ist AFK. Ich bin lonely auf B. Ne, da kommt er. Sehr gut. Ah, grün geht Mitte. Bravolöse Entscheidung, Monsieur. Alter, die zerlegen ja gerade alles. What the fuck? War ich am Anfang einfach nur lucky und die sind doch wieder besser als ich, die ganzen Schweine. In den Fewer Games, also in den Low Fewer Games, ist es komischerweise echt oft so, dass ich hier bei diesen, ja, bei diesen Spielen auf diesem niedrigeren Rank, der 2-3 Ränge unter meinem Main liegt, verkacke. Ich bin manchmal Letzter. Alle fragen mich, was ist los, was ist los? Auf DMG presse ich wie ein Schwein und hier unten kriege ich gepresst ohne Ende. Ich fahre nur ein. Viele sagen, es wird daran liegen, dass man, wenn man, ja, längere Zeit weiter oben spielt, eben die Spielweise nicht lesen kann. Man kann nicht damit umgehen, wenn Leute anders spielen, als ungefähr so, wie man es halt gewöhnt ist. Ich geh mal kurz hier durch. Wahnsinn. Die rennen alle irgendwo hin. Irgendwo rennen die rum. Nice, nice. Beide erwischt. Alles klar. Guckt euch mal hier diese Punkteverteilung an. Ich bin echt mittendrin. Wahnsinn. Naja, lieber so wie, bis ich ganz unten stehe. Schissel. Connector one. Connector down. Bitch, dude, na 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 na. Und da, nimm mal die AK, du Dödel. Ah, AK behind you, Green. You can take it. Wer sich freut über die AK, ne? Ist schön. Schön, wenn sich jemand so freut, ne? Guck mal, Tacticat auch sehr nass, ne? Fuck, da war ich jetzt zu fett für die ganze Chose. Wir gehen immer über die Mitte. Es ist so lägelig, Alter. So lägelig, hallo, hallo. What the fuck? Und downshot. Na also. Oh, der eine, Just Wait Guys, wer ist das? Der Gelbe. Der 10 Kills mehr hat als ich. Mhm. Der hat Brain. Der hat wenigstens Brain. Ja. Ich frage mich, ob das jetzt auch ein zweiter Account von ihm ist. Oder ob er einfach jetzt gerade echt gut drauf ist. Oder ob er vor kurzem ein oder zwei Downranks hatte. Ich habe mich ja schon von der Story erzählt. Wollen und ich haben auf Campbell gespielt. Und wir hatten einer, der uns komplett gecarried hat. Aber hart. Auf DMG waren wir. Oder ja, auf der Rank war DMG. Und er war auch DMG am Ende dann. Und wir haben ihn aber zwischendurch schon gefragt, ey, was ist los? Und er meinte, er ist an diesem gleichen Tag noch zwei Ranks gedroppt. Zwei Ranks gefallen. Überlegt mal, der war Lem. Lem ist schon echt gar nicht so schlecht. Also, da hat er uns vielleicht weggecarried. Das war krass. Und ich dachte noch, ja, okay, gut, der ist, der hat heute seinen guten Tag. Und er meinte, er hat seinen guten Tag und ist eigentlich Lem. Sorry, behind the city. Komm schon, geh ran, geh ran. Oh, schade. Genau, nice try, nice try. Gönnt euch M4. Also einer von euch hat sich direkt gesnackt, der eine. Sehr gut, wir haben alle fast gute Sachen. Es ist zwar leider niemand am Callen, aber immerhin. Nee, nichts immerhin. Nee, es ist niemand am Callen. Also, geht das down? Oh, Pumping, okay. Fuck. Das war jetzt aber wirklich mal Brain. Ich denke, ich werde auf jeden Fall die Deagle jetzt holen und gucken, ob ich da irgendwas mit der Deagle gebacken bekomme. Ach du Scheiße, die gehen ab. Komm, short. They're gonna be. Alter! Von der City. Wow, Leute! Lucky Boys! Alles a piece of cake! Machen wir jetzt halt mal den Deckel drauf, oder Männer, oder? Der eine fängt schon an zu phasen, dass die cheaten würden und hin und her. Wir müssen jetzt drauf oder zumachen, sonst wird das blöd. Wir haben die Bombe, okay. Jetzt machen sie einfach nur Stuss. Nice! Und dann haben wir den wieder eingefangen, meine Damen und Herren. Ein Upbreak vielleicht? Was habe ich denn da bekommen jetzt für ein Item? Ah, Glove Case. Ja, schon. Jetzt kommt gleich das ultra krasse Match mit Big Bernie. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.